Hallo, willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir haben auf Patreon ein bisschen was gemacht, aber nicht sonderlich viel. Wir sind ein paar Seiten über den Weg gelaufen, sind Stufe 5, haben unser Outfit ein bisschen gewechselt und sind jetzt hier schon direkt da, wo wir Professor Weasley treffen sollen. Dann machen wir das doch direkt, oder? Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Tach! Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig brachte Ihnen vor Ihrer Ankunft offenbar einiges bei. Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Tut mir leid, das kann ich so nicht einfach ausplaudern. Aber nein, Professor. Aha, als wollte man einem Streeler ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen. Das ist sehr nett. Was, mehr Arbeit? Ich bin nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe, Professor. Die finden Sie schon. Sie werden sicher verblüfft sein, wie viel Sie noch lernen können. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet sie mit dem perfekten Zauberstab. Ah, da freue ich mich schon drauf. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Wunderbärchen. Aber erzähl mir bitte mal alles. Alles. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für Sie bereithält. Super, ne? Danke. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Alright, Verwandlungszauber stelle ich mir auch sehr nice vor. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Ich auch. Also dann, ich bin bereit. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit ihnen gesehen. Ja, einmal in der Klasse. Ich möchte mit Natti los. Ich möchte mit Natti gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Wer? Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Alright. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Ich glaube, sie ist auch heiß auf Butterbier, ne? Immer mit ihrem Butterbier, immer und überall. Revelio. Aber dann gehen wir den anderen Dudes doch aus dem Weg, wenn die so nervig gefährlich sind. Oh, spricht Professor Ronan, um deine erste Hausaufgabe zu erhalten. Aufgaben sind Aufträge, die dir von Hogwarts-Professoren gegeben werden und die dich mit neuen Zaubersprüchen belohnen, wenn du sie erfüllst. Die Belohnung für den Abschluss deiner ersten Aufgabe ist der Wiederherstellungszauber Reparo, den du für andere Aufträge benötigst. Du kannst die Aufgaben und ihren Fortschritt im Auftragsmenü in deinem Handbuch einsehen. Wir machen das auf jeden Fall, auch auf YouTube, weil das, ich klaue dir ein bisschen Geld, ist okay, ne? Weil wir da auf Revelio definitiv aufbauen müssen auf solche Sachen. Und es ist, glaube ich, ein bisschen komisch, wenn wir einen komplett neuen Zauber haben.
Und keiner weiß, woher. Okay, melde dich bei Professor Ronan. Geht klar. Professor Zell. Ah, da sind sie. Jupp, da bin ich. Können Sie mir vielleicht einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Bräuchte ich für mein Handy? Klingt, als könnte es nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Okay. Wofür sind die Aufgaben? Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Na dann. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Geht klar. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Das Schöne ist, also das ist auf jeden Fall easy peasy. Das ist super schnell gemacht. Zack, Blatt gesammelt. Und im Turm auch nochmal. Ach, du zeigst mir nur das Ding hier? Ach nee. Jetzt zeigt mir das auch im Turm an. Ich dachte, da wäre ein Prompt gewesen. Aber hier das ist irgendwo eine fliegende Seite sein. Super flott. Zack. Schauen Sie mal fertig. Ich kehre zu Professor Ronan zurück. Alright. Kann ich dich auch herholen? Nope. Levioso. Schade. Moin. Ich hoffe, die ersten Aufgaben. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Jawohl. Mit Denken Elan. Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Mit Elan, klare Aussprache. Okay. Ne Bade. Zack, schon ist jemand gestorben. Na, neuer Zauber freigeschaltet, Schnickerino. Mit dem Wiederherstellungszauber Reparo kannst du zerbrochene Objekte und Teile der Umgebung reparieren. Als hätten die gewusst, dass wir da. Genau so, sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat seine verlassene Seele etwas zu sehr. Revelio. Oh. Gibt aber keine Seite. Schade, ich hätte gehofft, dass das so funktioniert. Ist auch interessant. Kann man alles Mögliche. Repair, du kannst auch Reparo einfach casten, ohne dass irgendwas anvisiert ist. Revelio. Gut zu wissen. Mann, das sind echt zwei Kisten hier, ne? Und du kommst. Wobei, warte mal. Die eine Kiste in der Ecke? Oh. Ja gut. Dann holen wir uns halt erstmal die Sachen. Ach, und jetzt kannst du hier die Teile bewegen. Ist schon cool, ne? Reparo. Sticks reparieren, passt schon. Alright, neue Hauptquest. Besuche Hogsmeade. Das machen wir. Schickt uns jetzt ohne Witz hier links rum. Okay. Wenn Navi sagt, wir sollen da lang, dann gehen wir da lang. Revelio. Reparo. Oh, da fliegt auch noch eine Buchseite rum. Was ist mit dir? Brauchst du Licht? Nein. Accio. Reparo. Mit dem geht gar nichts.
Ah, zumindest jetzt noch nicht. Wer weiß, ob da vielleicht noch was geht. Hast du Levioso gekauft? Wow. Wow. Wo ist der hin? Und wo ist die fliegende Seite, die wir gesehen haben? Revelio. Oh, nice. Holzkatze, diese hölzerne Statue bildete Pangodon ab, den furchtlosen Mäusejäger und hingebungsvollen Lerngefährten. Hogwarts Haustier, wie es ausschaut. Ah, da kannst du auch noch was lesen. Die Glocken der drei Schwestern, man sagt, die Glocken der drei Schwestern seien ein Tribut an drei gleichnamige, wunderschöne, steile Bergkämme, die sich majestätisch über eine Schlucht in Argyllshire erheben. Gerüchten zufolge kann man sie in der Schlucht weit über das Hochland hinaus läuten hören, wenn sie im Schloss geläutet werden. Die Einheimischen sind seit Jahren über das geheimnisvolle Läuten verblüfft. Leuchtet nichts, läutet nichts. Leuchtet auch nicht, ne, aber... Hallo, weiß. Suchst du nach mir? Ja, eigentlich schon. Oh, nice. Kobold-Artefakt. Hörner wie dieses wurden von Kobolden während des Koboldaufstands von 1612 verwendet, um Truppen zu sammeln und den Hexen und Zauberern mächtig auf die Nerven zu gehen. Dieses Horn wurde nach dem Ende der Rebellion hinter dem Wirtshaus Elberkopf gefunden, vollgestopft mit Gorgonzola-Stücken, vermutlich um es zu dämpfen. Alright. Aber wo ist die... fliegende Seite? Die ist scheinbar irgendwo anders. Wir suchen die jetzt mal nicht. Das machen wir auf Patreon. Hallo, wir sind's. Oh, warte. Revelio. Ja, da kann man auch noch was machen. Geplätterte Rüstung. Diese Rüstung gehörte Sir Skagglethorpe, dem Achtlosen, der törichterweise einen Bergtroll zu einem Spielreise nach Jerusalem herausforderte. Kann ich das repairen? Revelio. Ah, da gibt's auch noch was. Kaputter Besen. Dieser kaputte Besen gehörte Celine Wardnaby und ist Gerüchten zufolge das einzige, was übrig blieb, nachdem sie darauf bestand, den anderen Drittklässern ihre experimentelle lunare Apparierzauberkunst zu demonstrieren. Keiner weiß, ob sie Erfolg hatte. Die Arme. So, guten Tag. Natti. Natti, hoffentlich hast du nicht lange gewartet. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Ich freue mich auf das Dorf. Sollen wir dann? Und auf den Zauberstab? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Na dann, biete mir das. Ah, da ist schon Butterbier-Werbung auf dem Turm. Was trägt er da rum? Oder sie? Ein Garten, wie toll. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Professor Weasleys Was läuft er denn jetzt? Da genau richtig. Hat er Angst vor uns? Hätte ich aber auch. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach alter Ruhe in der frischen von Luft zu sein. Oh, ich würde auch gerne dahin gehen, aber... Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen. Das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Ja. Wir hatten ja damals auch Wahlpflichtfach. Das hört sich ziemlich danach an. Das Hogsmeade, wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Ja, in Afrika gibt's das nicht so häufig, ne? Oh, warte, da drüben. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Oh, was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Oh. Immer noch so geil. Genau mein Humor. Oh, da
können wir gleich noch ein paar einsammeln. Sieh mal, Hippogreife aus dem verbotenen Wald. Ah, wo? Etwas, was sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Okay, okay, wir versuchen die nicht abzufackeln. Hauben hüpfender Giftpilze. Kannst du alles brauchen, sammeln wir alles. Hat die Hippogreife schon gesehen? Vermutlich haben sie schon Namen. Sicher Stolzschritt und Zuckerfuß. Stolzschritt. Dort links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Warum ist er verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verletzt. Oh, Ministry of Magic sogar. Revelio, hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Die, hinter der Ruine. Die zerbrochene Kette oder zerrissene Kette ist so ein bisschen suspekt, muss ich sagen. Ich liebe die Teile. Die sind super. Ja, das ist fast über die Mauer geschafft, ne? Also, wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich hier auskennen, da du ja ziemlich neu bist. Das hat sie gesagt? Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht, aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Das glaube ich dir gerne. Und nicht nur hier so Pilze und Florfliegen. Hogsmeade ist das ganze Jahr über. Wollte gerade sagen, na? Wenn der erste Schnee gefallen ist, ist es unvergleichlich. Mein Hausbesen wird mir erstmal reichen, da bin ich sicher. Mein Hausbesen. Meine Eltern versprechen mir immer wieder, was das ist. Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat, nice. Aber hier ist es auch schön. Mondstein. Das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Ach, das ist hoffentlich schön. Wird es das auch für dich. Revelio. Das haben wir ja gar nicht gemacht hier. Es gibt bestimmt auch einige Aussichtspunkte, die richtig nice sind. Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Sind alle Hausmeister von Hogwarts ein bisschen kaputt? Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Oney. Umkehren und wegrennen. Warum? Ist alles in Ordnung? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geist. Hässlich, haarig. Furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Tschüss. Armer Mr. Moon. Ein Demigeist? Bewegt sich aber auch nicht. Ne? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Oh, kann ich den Baum reparieren? Ah. Oh, Reparo, nicht Repario. Entschuldigung. Ich bin ein schlechter Schüler. Wir sind fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Natti. Danke. Wunderbar, Hogsmeade! Hogsmeade, das einzige echte Zaubererdorf in Großbritannien, ist seit Jahrhunderten ein beliebter Ort für Hogwarts-Schüler ab der dritten Klasse. Zack, Level 7, 25 Trefferpunkte mehr. Muchas gracias. Und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Kann auch nicht mehr schnell für laufen. Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Mhm. Ja, das ist Schnieke.
Alright. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Zauberstab! Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Mhm. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Alright. Viel Spaß. Wir sehen uns später. Das machen wir. Das Dorf Hogsmeade steckt voller Interessenspunkte, Läden und anderer interessanter Dinge, die du mit Hilfe deiner Karte im Handbuch entdecken kannst. Ich drücke die falsche Taste. Okay. Das erklärt einiges. Okay, die Karte von Hogsmeade zeigt Läden und Interessenspunkte an. Du kannst sie verfolgen, indem du ein Symbol auswählst und A drückst. So. Das hier. Ah, warte. Ich dachte, das wären die drei Teile, wo wir... Doch, ich glaube, das sind die drei Teile, wo wir hin müssen. Deswegen werden wir die als erstes mal ansteuern. Bin mir noch nicht sicher, wie ich das mit den anderen Sachen mache. Ob wir gar nichts weiter jetzt in Hogsmeade machen. Oder ob wir das auf Patreon machen. Aber mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall ein neugieriger Geist verschiedene Dinge hier machen. Revelio. Jetzt hat mich im Livestream schon getriggert. So, was ist los? Was? Eieiei. Dann schleichen wir mal hier nach oben. Tun so, als würden wir den nicht ausrauben. Purpurrotes Narrengewand. Okay. Ich glaube, im Livestream haben wir was anderes gefunden. Aber lass mal kicken. Aber halt nicht im Inventar, sondern in der Ausrüstung. Das gibt uns auf jeden Fall mehr Verteidigung. Schwupp. Das lassen wir jetzt auch einfach mal an. Bisschen rot, passt schon. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schülerin also. Dachte ich mir, dass Sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Spricht. Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Ja, dann lass rüberwachsen. Bleiben Sie dran. Dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Ich denke schon. Weiß nicht. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Wunderbärchen. Meine Frau ist gerade nach Hause gekommen. Deswegen hört man den Hund vielleicht ein bisschen rumtapsen. Also, Pflanztisch mit kleinem Topf, kosten nichts, nehmen wir mit. Tränkestation nehmen wir auch mit. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Naja, es ist alles ein bisschen zu teuer. Wir haben nicht viel Geld gemacht. Pflanztisch mit drei kleinen Töpfen, da kannst du halt ein bisschen mehr produzieren. Aber wir lassen das erstmal. Dankeschön, dann haben wir den ersten. Okay. Ich muss das also auswählen. Das Buch zeigt mir das nicht an, wo wir genau hin müssen. Sind wir gleich zu Ollivander? Ja, wir gehen gleich zu Ollivander.
Da bin ich schon losgelaufen, bevor das Spiel das registriert hat, dass wir loslaufen. Ich weiß nicht, ob es einen Erfolg gibt, wenn man alle Katzen im Spiel streichelt. Keinen lasse ich immer. Kann ich hier... Nope, ich kann sie nicht fliegen lassen. Sind das hier Trainingskörbe für Quidditch? Alle waren das Zaubergeschäft. Zauberstäbe aus verschiedenen Hölzern und mit allerlei Flexibilität. Jeder mit einem von drei magischen Kernen. Suchen Sie sich Ihren Besitzer in diesem gemütlichen, unübersichtlichen Laden aus, der von dem freundlichen und sachkundigen Gerbold Ollivander geführt wird. Die Familie Ollivander ist seit 382 vor Christus als Zauberstabemacher tätig und gilt als die beste Großbritanniens, wenn nicht sogar der Welt. Ja, dann. Bei Merlin prächtigem Bart. Grüne Karo-Handschuhe. Revelio. Die checken wir da aber auch gleich mal aus. Ja, die geben mehr Offensive. Schauen die doof aus. Wir lassen das einfach mal kurz so. Klingeling. Sehr cool. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Ich mag ihn. Ah. Guten Tag, ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Er ist cool. Kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Sieht hübsch aus, auf jeden Fall. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Perfekt. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden ist schon obvious. Etwas für Sie. Nein, du nicht. Auch geil, wie die Regalböden so richtig kreuz und quer sind. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Aber das ist mir auch wieder mit Piercings dran. Ach, Herr Gehn. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Ah, da bist du. Oh, aber alle in der Grünbox. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Alright. Wir basteln unseren eigenen. Das ist der Voreingestellte gewesen aus meinem Profil. Ich möchte das gerne umändern. Ich möchte. Schau mal, was gäbe es denn? Wir hätten hier keinen mit den Ringen, ne? Das ist seltsam. Faszinierend. Ich hätte gerne einen mit so Ringgedöns. Lass uns erstmal das Holz auswählen, oder? Ich hätte gerne. Wirklich interessant. Solange wie es geht. Flexibilität. Peitschend. Oh, okay. Faszinierend. Definitiv. Die Holzart. Was hätten wir denn hier alles?
Wir haben echt viel Holz, ne? Akazie, Erle, Apfel, Esche, Espe, Buche, Schwarzdorn, schwarze Walnuss, Zeder, Kirsche, Kastanie, Zypress, alter Lachs. Faszinierend. Stechpalme. Das fände ich jetzt noch am interessantesten gerade. Geheimbuchenecke. Wirklich interessant. Das ist geil, dass du riechst auch so vielen Zeugs. Auswählen kannst. Weinrebe ist auch interessant, aber. Faszinierend. Wir nehmen die Stechpalme. Eine steife Stechpalme, ja bitte. Dann hätte ich gerne Einhornhaar. Wer hätte es gedacht? Aber jetzt noch die Farbe, ne? Und die wirklich Machart. Interessant. Das ist leicht spiralisiert. Ich finde das auch nicht schlecht, aber da gibt es halt nicht so hübsche Farben. Ich weiß nicht, ob man nachher noch Farben dazu bekommt. Wirklich interessant. Das hübschere Farben wären, ne? Komm, wir nehmen sanfte Spirale schwarz. Lopp! Was meinen Sie? Die Welt wird mir zu Füßen liegen. Eine weitere strahlende und magische Zukunft. Hahaha. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut. Geil. Anders. Ich habe etwas wie ein Auffallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn ausprobieren. Sehr gern. Wenn Sie ihn gut behandeln, gibt es keinen verlässlicheren Zauberstab als einen mit Einhornhaar. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Wunderbar, danke. Visit us again. Na, hoffentlich nicht. Das würde ja dann heißen, dass unser Zauberstab irgendwie flöten gegangen ist. Zonkus, lesen wir zumindest hier. Zonkus Laden in Hogsmeade wird regelmäßig von Hogwarts-Schülern und Dorfbewohnern gleichermaßen besucht, da hier verschiedene Scherzartikel verkauft werden. Da müssen wir nicht hin, deswegen gucken wir uns das auch nicht an. Ich könnte auch die Karte mit Select aufmachen, ne? So, wir müssen auf jeden Fall noch hier hin und da. Deswegen machen wir das so und da kommen wir dann sowieso vorbei. Ach, das war nur ein Schloss. Ich dachte schon, da ist wieder irgendwas, für uns. Oh. Hier liegt Geld. Genau. Potions müssen wir. Willkommen bei Jay Pippins. Ja, danke schön. Gibt's hier noch was zum Ausräumen? Eine große Kiste, große Kiste. Flora Fedora. Den Fedora ziehen wir an. Halt, das ist nicht Gesichts, das ist Kopf. Ach, süß. Süß. Süß, süß. So, Pipi. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Laweng. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich. Ich brauche ein paar Rezepte. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ja.
Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst? Wissen wir noch nicht. Und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich. Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Dann? Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Jawohl, aber geht jetzt klar. Holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Sehr gerne. Welche Rezepte kriegen wie wir? Wie kann ich heute behilflich sein? Mit den Rezepten, die du begeben wolltest. Idurus-Trank. Okay, Abwehrtrank. Und ein Mega-Power-Trank. Okay. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Oh, den Unsichtbarkeitstrank hätte ich schon gerne. Eieieiei. Da muss ich aber noch irgendwo Kohle finden. J. Pippins Zaubertränke, gegründet 1753, ist die Apotheke in Hogsmeade, in der Inhaber Perry Pippin eine große Auswahl an Zaubertränken und deren Zutaten verkauft. Also 800, oh Mann, 800 brauchen wir, scheiße. 800 Kohlen. Ich weiß nicht, ob wir das noch, unter der Brücke versteckte Sack. Ich weiß nicht, ob wir das noch zusammenbekommen. Ich will hier auf Erkundungstournee gehen. Aber wir haben eh noch viel zu tun hier. Oh, guten Tag. Revelio. 6. Oh, klasse. Dieser Kahn gehört Timothy Teasdale, dem Inhaber der magischen Rübe. Er genießt es, mitten im Geschehen zu sein und sich vor den Laden mit Kunden zu unterhalten. Dann, hau raus. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als ein großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, Teasdale. Die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Ja. Stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Gerne. Sag nicht. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Ja, Diptam. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Ja, klar. Nur habe ich kein Geld dafür. Gut, das ist alles. Ich gehe besser und suche Nutty. Ja, dann gehen wir besser und suchen Nutty. Oh, Chickies. Aber hier gibt's auch gar nichts mehr. Alright. Oh, kriege ich dich da? Nice. Ich dachte, da fliegt schon wieder was, aber das ist einfach nur eine Eule. Ja, also klar fliegt da was, aber nicht das, was ich haben wollte. Ach, so eine Gießkanne. Revelio. Dachte gerade schon, was fliegt denn jetzt rum? Ah, da liegt noch Geld in dem Laden, ja. Oh. Was ist das denn? Brauchst. Oh! Diesen Weg solltest du doch meiden! Miss Peck von Schnabel und Brut sagte, jemand hätte hier einen Derrick Hall verloren. Ich weiß, dass wir da nicht lang gehen sollen. Ich dachte nur... Du hättest uns viel Ärger einhandeln können. Es tut mir leid. Sie sagte, ich könnte eine Belohnung verdienen. Doch ich habe nur unsere... Da bist du ja. Endlich habe ich genug für den Windhauch. Ah, es soll wohl nicht sein. Außerdem habe ich vielleicht einen Mülleimer umgeworfen. Nun gut, ich schäm dich. In Ordnung, wie immer. Mülleimer umgeworfen gibt's doch nicht. Ja, den fliegen noch ein paar Sachen. Oh. Hier. Danke.
Aber gut, wir gehen direkt zu Nati. Wir haben alles. Warum schwebt hier ein Buch? Soll hier jemand sitzen, der liest? Das ist geil. Das ist witzig. Das gefällt mir. Wieder mal auf Abenteuertour? Immer auf Abenteuertour. Keine. Okay. Ich hätte gedacht, wir kriegen da vielleicht irgendwas. Oh, was ist das denn? Silberne Halbglasbrille. Ja, dann ziehen wir die Schose auch nochmal kurz auf. Kann ja nur besser sein als das, was wir jetzt gerade haben. Ja, mehr Verteidigung. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Leute, macht's gut, bis dann. Und ciao.